Danke, Halter. Schön, dass Sie hier sind auf der DBLB-Messe 2023. Sind Sie zum ersten Mal heute hier mit Ihrem Unternehmen? Sie sind ja als Kunde hier. Ja, für uns ist das erste Mal hier auf der DBLB-Messe. Wunderbar. Da stellt sich mir die Frage, wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Wir haben das über Newsletter erfahren und auch ein ehemaliger Kollege von uns war schon mal hier und hat sehr Positives berichtet. Oh, das hört sich schon mal sehr gut an. Und mit welchen Erwartungen, weil Sie ja zum ersten Mal gekommen sind, sind Sie zu dieser Messe gekommen? Hat sich das dann auch erfüllt für Sie? Also ich bin mit den Erwartungen gekommen, über aktuelle Entwicklungen zum Thema BIM informiert zu werden. Wo geht die Reise hin? Wie ist der aktuelle Stand? Und da muss ich sagen, hat sich das auf jeden Fall erfüllt. Was ich nicht erwartet habe, aber positiv überrascht wurde, war vor allem der Networking-Gedanke hier auf der Messe, der sehr stark im Vordergrund steht und mich sehr positiv überrascht hat. Ja, hallo Herr Mali, schön, dass Sie da sind auf der DBB-Messe 2023. Sie sind ja Aussteller hier und sind Sie persönlich jetzt das erste Mal hier oder waren Sie schon in den anderen Messen da? Ja, tatsächlich, ich bin persönlich das erste Mal hier. Ich habe bisher nur Gutes gehört und dieses Jahr habe ich mich dann dafür entschieden, doch selber mal zu kommen und bin bisher begeistert. Das klingt gut. Ich wollte gerade fragen, hat es sich für Sie gelohnt? Wie sehen Sie das? Also die Erwartungen, mit der Sie hier hingekommen sind, haben sich die erfüllt? Wie würden Sie es beschreiben? Also die Erwartungen wurden eigentlich übertroffen und kann ich eigentlich nur Positives sagen. Ich denke, im Umfeld der Deutschen Bahn, was ja in Deutschland wirklich ein relevanter Bauherr ist und ein Vorreiter in der Digitalisierung, es tut gerade uns gut, weil wir häufig in die Nische des Statikers und Tragwerksplaners gedrängt werden, so dass es eigentlich das erwünschte Verlassen der Filterblase war für mich und deswegen natürlich Erwartungen übertroffen. Das klingt natürlich äußerst positiv. Dann kann ich auch davon ausgehen, dass Sie 2025 auf jeden Fall auch wieder dabei sein werden. Ja, auf jeden Fall.